Warum gibt es in unseren Leistungsbeschreibungen Massiver und Holzner den Punkt Sicherheit? Antwort ist ganz klar im Lernbuch beschrieben, weil dieser Punkt schlicht und ergreifend eben in der Vorlage des Ministeriums Mindestanforderungen aufgeführt ist. Das Ganze bedeutet zum einen, dass Sie natürlich das offizielle Thema Vertragserfüllungsbürgschaft haben. Wie Sie es in der Praxis handeln, ist etwas, das wissen Sie, um es einfach mal so offen hier zu formulieren. Und Fakt ist eins, kalkulatorisch sind diese 5%, von denen hier die Rede ist, etwas, was im Bereich Konditionen angesiedelt ist. Heißt also, es gibt kalkulatorisch keine Position, mit der gesagt wird, für die Vertragserfüllungsbürgschaft wird so und so viel Euro kalkuliert, dass wir diese dem Kunden zur Verfügung stellen. Das ist etwas, bei den meisten von Ihnen wird es sicherlich auch so sein, was eben im Bereich der Konditionen, das heißt also Bestandteil der Aufschlagsätze ist. Alles andere, das heißt also die unterschiedlichen Versicherungsarten und eben auch der Sicherheits- und Gesundheitskoordinator, sind hier beschrieben. Bedeutet nicht, Achtung, nicht, dass diese alle Vertragsbestandteil sind, muss natürlich und wird auch bei Ihnen nicht so der Fall sein. Wichtig ist aber, dass eben hier dieses Thema, es wird beschrieben, was gesetzlich, ne, nötig ist oder was es in diesem Kontext gibt, dass das berücksichtigt wird und für diejenigen von Ihnen, die mit einer dynamischen Baubeschreibung arbeiten, diese Texte, die Sie eben hier im Bereich Sicherheit in den gedruckten Baubeschreibungen stehen, sehen, sind natürlich, wenn Sie eine dynamische Baubeschreibung ausgeben, in dem Falle ebenfalls, und zwar exakt so, wie Sie hier stehen, Bestandteil dann der dynamischen Baubeschreibung, so wie sie aus der Software selber rauskommt. In der Kalkulation gibt es für diese Versicherung entsprechende Positionen. Ne? Das heißt also, jede einzelne Versicherung, von der wir gerade gesprochen haben, ist an der Stelle eben eine Position, die einen Preis hat. Gesteuert wird das Ganze, wenn wir uns das hier einmal in der Oberfläche angucken, einfach dadurch, dass Sie Häkchenfelder haben und eben für sich einstellen, jetzt wieder Standard BLB, was ist im Leistungsumfang Ihrer Standardausführung entsprechend enthalten, dynamische BLB, was hat die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim Kalkulieren eines Projektes, Sie merken, ich grinse schon wieder an der Stelle, so wenig wie möglich arbeiten müssen. Das heißt also, Sie sollten schlicht und ergreifend bei der dynamischen BLB eben dann das voreinstellen, was meistens üblicherweise zur Ausführung kommt. Und bitte Achtung, die textuelle Beschreibung, die hängt bei der dynamischen BLB eben automatisch dran. Wenn es angeklickt ist, wird es entsprechend kalkuliert. Das ist auch etwas, das ist, wir haben es gerade hier schon mal in der Kalkulation von Massiv gesehen, Steuerung war gerade die Holz. Das ist eine Position, die Einheit ist Stück, das Ganze hat einen Preis, ist also auch bei der Anpassung für Sie recht simpel. Einmal das Ganze durchgucken, einmal die Preise entsprechend gegenchecken. Konditionen, wie gesagt, decken den Bereich der Vertragserfüllungsbürgschaft ab und alles andere entsprechend ein Klick, eine Position, ein Preis und der Standort bitte voreingestellt. Und dann sind Sie mit diesem Bereich der Einrichtung schon fertig. Das Ganze ist halt sehr schnell, sehr einfach, der Bereich Sicherheit in der Bauleistungsbeschreibung.